Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Metz und das Thema meiner Thesis ist der Bahnhof als zukunftsorientierter Knotenpunkt für das intermodales Reisen und Pendeln am Beispiel des Kölner Bahnhofs Messe Deutz. Und der Bahnhof Messe Deutz soll als Ergänzung zum Hauptbahnhof fungieren und damit auch ein Doppelbahnhof funktionieren. Mit der Aufnahme von dem Fernverkehr des Messe Deutz ist dafür da, um den Hauptbahnhof zu entlasten und somit auch stärker die regionalen Verkehr über den Hauptbahnhof laufen zu lassen. Dabei stellt man mir die Frage, wie man jetzt Bahnhöfe strukturieren könnte oder neu strukturieren kann im Vergleich zu den bestehenden Bahnhöfen. Und die ganze These baut halt auf Analysen auf. Beispiel der Bahnhof in Arnheim, der halt jetzt schon unterschiedliche Mobilitäten zusammenfasst oder zum Beispiel die Konzeptstrategien von Stadtplastik, die auch sich schon zum Beispiel mit dem Bahnhof in Deutz auseinandergesetzt haben. Der Ausgangspunkt ist der unterzeichnete Schienenpakt von 2030, der jetzt auf 2070 verlängert wurde und darin besteht, dass die Infrastruktur natürlich ausgebaut wird. Jetzt stellt sich die Frage, wenn die Schieneninfrastruktur ausgebaut wird, wie reagieren die Bahnhöfe, die natürlich jetzt schon überlastet sind? Der Bahnhof stellt sich als ein sehr kompliziertes Thema heraus. Und da waren natürlich mehrere Punkte zu betrachten. Zum Anfang habe ich einmal ein Gedankenspiel mir überlegt, das ist das Tür zu Tür. Und da ist halt die Überlegung, wie kommt man letztendlich, wenn man von seiner Haustür rauskommt, zum seinem Zielort. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man geht zu Fuß, steigt in die Bahn und landet dann beim Hauptbahnhof oder zum Bahnhof und steigt dann um. Oder man fährt mit dem Fahrrad oder halt andere Mobilitäten zum Bahnhof und steigt darum in unterschiedlichen Möglichkeiten. Das habe ich natürlich jetzt versucht, so stark wie möglich zu vereinen. Gleichzeitig muss der Bahnhof natürlich auch die Einbindung in die Quartiersebene bilden. Vor allem an Messe Deutz hat man natürlich starke Kulturangebote, zum Beispiel die Tanzbrunnen oder die Lanxess Arena, was natürlich den Bahnhof stärker frequentiert. Städtebauliche Entwicklung gehört natürlich auch dazu, vor allem linksrheinisch, zum Beispiel der Deutzer Hafen, die Messe, was natürlich den Bahnhof zusätzlich belasten wird oder könnte. Das alles versuchte ich miteinander zu verweben und den Entwurf soweit dann darauf aufzubauen. Parallel habe ich natürlich die Anwendung von einem Simulationsprogramm für die Fußgänger, um halt die Bewegung um und den Bahnhof herum zu analysieren. Dabei ist zum Beispiel die erste Analyse erstmal der Bestand. Wie sieht es aktuell mit der Situation aus? Die zweite Analyse bestand darin, was passiert, wenn ich den Bahnhof jetzt erstmal wegnehme und gucke, wie sind die Verbindungen in dem Quartier? Wie sieht es aus mit dem Zufluss zu den jeweiligen zur Messe oder zu den anderen Angeboten, die es vor Ort gibt. Und die dritte Analyse, die ich dann mit der Simulation durchgeführt habe, ist natürlich im fertigen Entwurf. Dazu folglich natürlich sind Organisationsprinzipien, die ich noch versucht habe anzuwenden. Wie sieht es aus mit oben und unten Verbindungen, sowie von außen und innen? Bei oben und unten ist natürlich so, dass ich bei dem neuen Bahnhof eine neue Hauptebene eingefügt habe, die zum Verteilen und zum Verbinden der unterschiedlichen Mobilitäten und halt auch diesen Fluss auch auf Quartiersebene miteinander zu verbinden. Und das ist natürlich auch die Frage, wie kommen die Leute an und wie verbinden die sich vor Ort. Das alles braucht natürlich ein Wegleitsystem. Und dazu gehören natürlich unter anderem auch die Gedankenspiele mit Rolltreppen, Fahrstühle, Treppen, wie diese miteinander kommunizieren. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie die zueinander stehen können? Und zum Wegeleitsystem natürlich auch noch die Einbindung der Konstruktion. Dabei helfen die Konstruktion, vor allem die Stützen und die Verläufe so, dass ich in dem Fall, das sieht man auch später im Grundriss, die Systeme so anordne, dass die zum Beispiel auch schon im Wegeleitsystem hinzugefügt sind und halt die Leute vor Ort leiten können. Es gibt Hauptachsen, die durch das gesamte Gebäude gehen und natürlich auch andere Situationen zu unterschiedlichen Mobilitäten zu kommen. Zum Organisationsprinzip von außen und innen ist halt natürlich die Überlegung, da wurde großflächige Dachkonstruktion über den gesamten Bahnhof gespannt. Der soll natürlich identitätsstiftend sein,
aber auch die neuen Eingangssituationen stärker zeigen und halt so gesehen auch schon zu diesem Wegeleitsystem führen. All die Aspekte zusammen ergeben im ersten Augenblick einen komplexen Knotenpunkt, welcher aber durch ihre spielerische Anordnung zu einem innovativen Bahnhof werden könnte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Gedankenansätze zum Thema Bahnhof zu neuen Ideen in der realen Planung anregt. Danke.